Schönen guten Tag. Die UN-Klimakonferenz in Cancun hat begonnen. In den nächsten Tagen werden wir darüber verhandeln, wie wir beim internationalen Klimaschutz vorankommen können. Die Erwartungen vor dieser Konferenz sind deutlich niedriger als vor Kopenhagen. In Kopenhagen gab es den großen Wurf, den man erwartete und wurde hinterher furchtbar enttäuscht, weil nicht viel dabei rausgekommen ist. Und deshalb haben wir gelernt, vor Kopenhagen die Erwartungen runterzuschrauben und sich dann vielleicht positiv überraschen zu lassen von den Ergebnissen, die dann doch möglich sind. Wir werden insbesondere über die Zusammenarbeit mit den Entwicklungsländern verhandeln müssen. Da geht es um Technologiekooperation, da geht es aber auch um Waldschutz. Und die deutsche Bundesregierung ist bereit, hier zusätzlich zu investieren, wenn die Entwicklungsländer dann eben auch nachprüfbare Beiträge erbringen, Gegenleistungen erbringen für die deutschen Steuermittel, die wir hier einsetzen. Die Koalition hat in diesen Tagen nochmal in einem Antrag im Bundestag die Verhandlungsposition Deutschlands definiert. Es geht uns darum, die Zusammenarbeit mit den Entwicklungsländern so auf den Weg zu bringen, dass wir tatsächlich einen Klimaschutz von unten schaffen. Dass wir nicht warten auf ein großes Abkommen, das irgendwann einmal kommt, sondern dass wir anfangen mit den Staaten, die bereit sind, mit uns zusammenzuarbeiten. Und außerdem ist die Europäische Union auch bereit, gegebenenfalls eine zweite Verpflichtungsperiode des Kyoto-Protokolls auf den Weg zu bringen. Das wird einige Bedingungen erfordern. Es erfordert insbesondere, dass man den Eindruck gewinnt, dass andere Staaten, die nicht dem Kyoto-Protokoll angehören, vergleichbare Anstrengungen in den nächsten Jahren erbringen werden. Das betrifft insbesondere die Vereinigten Staaten. Diese Kombination von Zusammenarbeit mit den Entwicklungsländern und eigenen Beiträgen der Industrieländer, die muss uns dann dazu führen, dass wir tatsächlich die Treibhausgase bis 2050 um die Hälfte reduzieren. Deutschland hat sich unter der christlich-liberalen Koalition verpflichtet, 40% Emissionsminderung bis 2020 umzusetzen und 80-95% bis 2050. Damit hat Deutschland eine Vorreiterrolle und wird sie weiter haben. Aber wir müssen sehen, Deutschland hat 3% an den Emissionen. Das heißt, wir werden nur dann erfolgreich sein, wenn wir andere Länder mit ins Boot holen. Das versuchen wir in Cancun.